Die Nächte sind eisig in der Ussuri-Taiga. Mehr als die Hälfte des Jahres liegt das Land erstarrt im Frost. Im abgelegenen Stromtal des Flusses Bikin sind die natürlichen Urwälder noch weiträumig erhalten. Hunderte von Kilometern schlängelt sich der Fluss durch die Taiga. Blauelstern vagabundieren durch den Winterwald, oft in der Nähe von Wildschweinen und sibirischen Rehen. Wenn ein Tiger auf der Jagd ist, wird es still in der Taiga. Wer wen zuerst sieht, hört oder riecht, entscheidet oft über Leben und Tod. Amur-Tiger benötigen etwa ein halbes Dutzend Versuche, um einmal zum Erfolg zu kommen. Jede Jagd kostet viel Energie. Ausdauernd, oft stundenlang, beobachten sie eine mögliche Beute aus der Distanz. Sie lesen ihr Verhalten und erkennen, ob sich ein Angriff lohnt. Ist das Tier allein oder im Rudel? Ist es fit oder erscheint es geschwächt? Wie steht der Wind? Ist der Schnee harsch oder weich? Gibt es genügend Deckung? Wann sie angreift, entscheidet die Katze von einer Sekunde auf die andere. Das Wildschwein hat offenbar Wind bekommen. Noch sind es über 200 Meter, viel zu weit für einen Überraschungsangriff. Es wird kritisch. Das Schwein flüchtet zwar nicht, aber wechselt auf die entfernte Talseite. Bei einem Angriff müsste der Tiger durch das offene Bachtal und anschließend kurz bergauf. Das Schwein hätte wesentlich bessere Chancen zu entkommen. Wildschweine können nicht besonders gut sehen, doch ausgezeichnet hören und riechen. Jetzt oder nie. Im toten Winkel des Bachtales greift er an und muss bergauf. Der Jungtiger hat sich verschätzt. Das Schwein konnte den Hang hinabflüchten und so lebensrettenden Vorsprung gewinnen. Es ist Alltag im Tigerleben. Meistens entkommt die erhoffte Beute. Auch die Blauelstern gehen damit leer aus. Ein über 200 Kilo schwerer Amur-Tiger kann sich nur kurze Sprints erlauben. Für die Tiere besteht Überhitzungsgefahr unter ihrem extrem gut isolierenden Fell. Die von seinen Muskeln erzeugte Hitze kann nur durch anhaltendes Hecheln verdampft werden. Wildschweine sind für Amur-Tiger die bevorzugte Beute. Besonders abgesehen haben sie es auf halbwüchsige Tiere.
Einmal erwischt ist ein 50 Kilo schwerer Einjähriger von der über 200 Kilo schweren Katze leichter unter Kontrolle zu bringen als ein großer, wehrhafter Keiler. Dort, wo er zu fressen beginnt, entfernt der Tiger so viele Haare wie möglich. Zuerst werden die Hinterbeine gefressen. Hier liegen die größten Muskelpartien. Nach Katzenart löst der Tiger das Fleisch mit seiner Backenzahnschere. Die Blauelstern warten, bis sie an der Reihe sind. Doch der Tiger lässt sich Zeit. Er hat die großen Fleischpartien gefressen und scheint unschlüssig, ob er eine Pause einlegen soll oder nicht. Wie eine Hauskatze am halbleeren Fressnapf verharrt er neben seiner Beute. Satt wirkt er ausgesprochen friedfertig. Nach erfolgreicher Jagd gibt es für ihn nur eines.